ab jetzt ist in Stuttgart Weihnachtsstimmung angesagt. Ob mit einem Kakao oder einem Glühwein in der Hand, können die Besucher ab jetzt über den Weihnachtsmarkt schlendern. Für 31 Tage ist der Weihnachtsmarkt geöffnet und wir haben mal mit ein paar Besuchern gesprochen, wie sie das Ganze hier so empfinden. Also trotz Regen freue ich mich sehr. Es ist einfach das Gefühl wieder des Zusammenseins, dass man einfach wieder diese Stimmung irgendwie drin hat. Und ich finde auch vom Besucheransturm, ich hätte sogar ein bisschen mehr erwartet. Vor allem der Glühwein hat mir halt gefehlt und das gute Essen auf dem Weihnachtsmarkt. Diese Schokofrüchte, die müssen immer sein, auch auf dem Vasen, aber auch vor allem auf dem Weihnachtsmarkt. Und rote Wurst, klar. Ich freue mich natürlich für die Marktbesticker hier. Die konnten 2 Jahre keinen Stand mehr machen und das war schon schlimm genug in der Pandemiezeit. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dass hier alles wieder auf ist, dass man hier einkaufen kann. Und wie gesagt, ich habe hier schon kräftig eingekauft. Hinter mir startet jetzt schon die Eröffnung vom Weihnachtsmarkt, musikalisch begleitet von den Hymnus Chorknaben und vom Popchor vom Musikwerk Stuttgart. Bürgermeister Frank Nopper ist das hier heute die erste Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Wir schauen uns jetzt mal ein paar Ausschnitte seiner Rede an. Ja, Adventszeit ist eine Zeit der Vorfreude und sie ist auch eine Zeit der Nächstenliebe, des Helfens und des gegenseitigen Unterstützens. Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt 2023 ist hiermit feierlich eröffnet. Christkindlein trat zum Apfelbaum, erweckt ihn aus dem Wintertraum. Schenk Äpfel süß, schenk Äpfel zart, schenk Äpfel mir von aller Art. Der Apfelbaum errüttelt sich, der Apfelbaum erschüttelt sich, da regnet Äpfel ringsumher. Christkindleins Taschen wurden schwer. Die süßen Früchte alle nahm's und so zu den Menschen kam. Nun tolle Mäulchen kommen verzehrt, was euch das Christkind hat beschert. Mittlerweile stehe ich hier auf dem Rathausbalkon und gleich werde ich mit dem Oberbürgermeister Frank Nopper darüber sprechen, wie er die Weihnachtsmarkteröffnung empfunden hat. Ja, die Eröffnung des Stuttgarter Weihnachtsmarkts 2022 war ein großartiger Moment für mich. Ganz festliche Stimmung mit 1000 Gästen im Arkadenhof des alten Schlosses. Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt hat eine ganz große Tradition. Die erste urkundliche Erwähnung geht aufs Jahr 1692 zurück. Er ist einer der ältesten, größten und vor allem schönsten Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland, wenn nicht gar in ganz Europa. Das waren die ersten Eindrücke vom Stuttgarter Weihnachtsmarkt 2022. Ich habe mir auch schon Glühwein gegönnt und das könnt ihr bis zum 23. Dezember auch noch tun. Das war's. Bis zum nächsten Mal bei StuggiTV. Ciao.